Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. So, wir sind immer noch bei den Schafis und holen uns noch ein bisschen Wolle. Da jetzt aber momentan wieder ein wenig Ebbe ist, können wir eigentlich nochmal verdammt uns umgucken, ob wir bei den verschiedenen Truhen nicht doch noch irgendwas finden, was wir gebrauchen könnten. Und vielleicht sogar noch ein bisschen Eisen, weil... Ach, das ist ein Huhn. So, Vorräte. Oh, 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 dreimal Buchstein. Das merken wir uns schon mal vor. Das nehme ich jetzt nicht mit, aber später. Cool. Kohle brauchen wir auch. Kies eigentlich nicht. Da haben wir eigentlich genug drüben. Wir haben eine schöne Quelle. Knochenblasels, ne? Hatten wir hier Kisten? Nicht mal Betten? Hatte ich keine Betten hingestellt? Doch, hier oben. Und ich glaube, jetzt kommt man auf den Turm, ja. Okay. Dann laufen wir noch zu Staffel 1 rüber. Ach, das ist eine Fackel. Okay. Mäh. Wo ist eigentlich unser Kompass? Der muss irgendwo da drüben sein. Den würde ich nämlich auch gern mitnehmen, weil ich würde nochmal eine Erkundungstour starten mit Bett und ein bisschen Holz und so, dass wir uns für die Nacht eine Behausung bauen können. Aber dafür müssen wir erstmal den Kompass haben. Ich will nämlich unbedingt irgendwie mal Hunde, einen Dschungel und ein Dorf finden. So, Knochen. Ne, ne, ne. Enderaugen haben wir jetzt eigentlich schon ganz gut gesammelt, ja. Aber da ich nicht weiß, wie weit. Wie sagen wir denn jetzt 24 mit denen? Will ich nicht. Wie weit so eine Burg jetzt. So eine Festung letztendlich weg ist. Will ich die auch noch gar nicht einsetzen. Das müssten da schon 64 oder so sein, dass ich mal einen Versuch wage. Eier. Hühner brauche ich drüben noch nicht. Also auf 20 Enderaugen kommen wir bestimmt. Enderperlen, Enderaugen. So, dann gehen wir nochmal rüber zur Kirche. Geht die Sonne schon wieder unter? Nee, oder? Nee. Die Glasscheiben können wir uns auch vormerken. Ein bisschen Stein haben wir ja auch. Glas. Farbstoffe. Das wäre auch wichtig. Das Akazienholz nehmen wir gleich mal ein bisschen mit.
Zäune. Okay, hier ist wirklich noch ein bisschen cooler Kram dabei. Warum wird es automatisch dunkler, sobald man schwimmt? Das raff ich nicht so ganz. Da sind nur noch Schippen drin, okay. So, nach der Unterbrechung geht's jetzt wieder weiter. Mann, Mann. Ich hätte das Boot nehmen sollen für diese Tour. Habe ich nicht eben noch was gehört? Ich bilde mir, glaube ich, auch relativ viel ein. Da haben wir auch noch Stein. Gott. Wir müssten eigentlich nochmal so eine richtige Tour machen, damit wir alles hier mal wieder ein bisschen aufsammeln. Oh, hier sind ein paar ausgebrochen, so wie es aussieht. Aber wie? Sind die da aus dem Ding rausgeflattert gekommen oder was? Oh Mann. Boah, der Sandstein sieht aber hier komisch aus. Da haben wir nur verschiedene Wolldinger drin, aber das ist ja gar nicht so schlecht. Das müssen wir mitnehmen. Oben hatten wir keine Kiste, ne? Ich glaube nicht weiter. Ist der doof, da rennt er automatisch. Cool. Da freue ich mich. Hä? Boah, jetzt haben wir die beiden Enderperlen mitgenommen.
Dann kommen die halt in unser HQ und werden dort erstmal zwischengelagert. Ein Schwein ist jetzt auch schon ausgebrochen. Was ist denn hier los? So, und 3. Haben wir hier noch sonst irgendwas? Ah, der Kompass. Na gut. Yeah, langsam lohnt sich das wieder hier mit der Wolle. Ich hätte aber gern noch ein wenig rote. Oh ne, die kriege ich wieder nicht mit. Shit. Ich will diese Wolle haben. Davon haben wir nur so wenig und nur ein Schaf, so wie es aussieht. Da zählt jedes Stück, das heißt, wir werden ein wenig Sand hier lassen. Klack. Yeah, okay. Die hellblaue lassen wir jetzt auch. Rot. Rot. So, mit dunkelblau ist auch bald Schluss. Oh, jetzt müsste ich mal wissen. Ne, das dürfte nicht das besondere Schaf sein, das besondere Blau. Aber das. Ich hätte schwören können, da kamen eben eigentlich zwei Blöcke von dem Schaf, aber naja.
Blau. Jetzt haben wir 60, also noch ein blaues. Dann ist wieder Schicht im Schacht. Oder noch ein zweites. Ich hätte gerne noch ein wenig Rot, bitte. Toll. Na gut, dann wird es hier wieder Zeit für ein Folgenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.